Was geht und herzlich willkommen bei uns bei den Snooze Lovers. Wir sind back in der Zweierkombi. Thomas haben wir hier wieder rausgekehrt. Richtig, genau. Heute sind wir fit. Drei schöne Dosen. Ja, wir sind wieder fit, genau. Fit für ein Review? Auf jeden Fall einen spannenden. Neues Dosen. Bleibt dran. Du sagst ja Noise, Dosen, Nice Dosen. Aber man muss auch sagen, nicht die Noise mit E hinten raus, also die Stimme, sondern ein N-O-I-S, also ein Noise. Was das heißen könnte, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall ziemlich abgefahrene Dosen. Richtig. Und natürlich gibt es auch wieder einen Sponsor. Genau, ich wollte mich gerade schön überleiten und sagen, heute ist mal wieder so, dass ihr den Test daheim nachmachen könnt. Nämlich bei wenn ihr 18 seid. Wenn ihr 18 seid. Und mit Nikotinerfahrung habt. So sieht's aus. Dann könnt ihr das auch machen, nämlich bei Counterbug24. Genau, der Sponsor des heutigen Videos. Richtig. Versand aus Deutschland, wird am gleichen Tag verschickt, wo die Bestellung eingeht. Alles easy, alles safe. So sieht's aus. Trust the Job, da geht auf jeden Fall vorbei. Zieht euch die Dinger und wir gucken jetzt mal in einem kleinen, aber feinen Review, was die Teile können. Wir haben jetzt gerade vorab uns schon ein bisschen informiert über die Teile und du hast gesagt, da sind so Zahlen dran. Ob das denn auch wirklich die Milligramm-Angabe vom Nikotin ist? Ich hatte schon ein bisschen Angst im Voraus, weil hier sind wir wirklich beim stärksten bei 50 Milligramm. Also da ist ja eine kleine Anzeige hier unten. Du machst in Hochdeutsch 50. 50erlei. Nee, also tatsächlich 50 Milligramm Nikotin. Was ich jetzt einfach sagen muss, was mir persönlich eigentlich zu stark ist. Ja, würde ich niemals sagen. Ich spreche für uns, niemals anlangen. Also dieses Dösle würden wir uns nirgends kaufen. Nee. Für the daily use einfach nichts. Nee. Absolut. Also das ist, braucht man nicht. Wir testen es trotzdem. Ich schätze mal, das ist ein ganz schöner Wumser, das Teil. Das vermute ich auch. Ja. Geschmäcker? Ich würde erstmal sagen, das Design. Also ich finde es sehr, sehr jugendlich, muss ich sagen. Sehr jung. Ja. Eine laute Marke, würde der Patrick von Scooper sagen. Ja, richtig. Es ist auf jeden Fall laut. Ich finde aber, es kommt trotzdem hochwertig daher. Ich finde, es ist immer ganz schwer, weißt du, dieser Sprung von auffällig und billig. Ja. Gerade mit so einem Eluxiert. Und ich finde, die sehen eigentlich, muss ich sagen, für mich voll ansprechend aus. Ja, schon. Ziemlich dufte, sportlich irgendwie. Ja, genau. Frisch, jung, laut. Richtig. Oh, das haben wir jetzt schön gesagt. Wir fangen mit dem Schwächsten an, würde ich sagen. Ja, oder? Was haben wir? 15, gell? 15 Milligramm. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben ein bisschen vorrecherchiert. Die gibt es auch noch als Light mit 4 Milligramm. Und das muss ich sagen, das ist ein absolut richtiger Weg. Ja. Gerade für einen Starter, wo mir jetzt immer sagen, okay, das könnten wir Starter. Ich würde jetzt auch sagen, 15 Milligramm schwächer wird es nicht mehr eigentlich oder selten. Wenn du dann jemand bist auf dem Markt, wo wirklich 4 Milligramm raushaut. Perfekt. Einfach als Alternative noch anbieten, gerade für die, wo ein bisschen runter wollen von dem hohen Nikotin-Level. So sieht's aus. Finde ich das so. Sieht's aus, genau, wie du sagst, für den Alltag auch super, weil du einfach dosieren kannst. Sagst jetzt nämlich die 4 Milligramm Pouches, die hauen dich nicht um, die machen nichts. Ich habe das schon oft gemacht, Lars. Gerade im Sommer, wenn jetzt so knalle heiß war. Stopp. Du hast gewusst, ein zu starke hau dich jetzt aus der Socke vielleicht. Genau, aber trotzdem den Geschmack. Genau, dann so eine 4 Milligramm Pouch. Mega. Top. Qualität. Ich hoffe, das ist der Grand-Effekt. Ja. Also bei den Grand-Pouches hat man fast das auch. Fast immer. Nicht so schlimm, solange die Dinger nicht aufgehen. Ich persönlich finde es absolut nicht schlimm, wenn die so kleben. Wir müssen es halt natürlich testen, wir vergleichen. Und da merkt man schon, da gibt es Hersteller, die machen das besser. Also der Geschmack, man kann ihn nicht verleugnen, Black Currant. Boah, brutal. Brutal guter Geschmack, der Geruch. Sehr intensiv super, auf jeden Fall. Super gut. Ich finde es ein bisschen klebrig. Also sehr öle ein bisschen. Ganz, ganz leicht, finde ich. Merkst du das? Ja, ein bisschen. Ja. Also die Teile kommen aus Estland. Genau, Tallinn. Tallinn. Richtig. Wenn ihr nicht wisst, wo seid, dann guckt einfach bei Google. Wenn ihr nicht wisst, wo seid. So ist nämlich im Last gegangen. So sieht's aus. Tallinn. Ja, sie könnte ein bisschen schmieren. Ich wollte natürlich wissen, bevor ich hier mir irgendwas reinhaue, wo das wirklich herkommt. Ich glaube, das sind Pouches, wo man einen Langzeittest machen müsste, weil das könnte so Auflöser sein. Ja, könnte es schon sein. Also Wild Portion, trocken. Also das Pouch. Aroma ist krass, muss man sagen. Das Aroma ist richtig brutal. Super.
Machen wir mal einen Taste. Die sind brei gefüllt, die Pouches. Ich muss gerade lachen, weil ich habe vergessen drauf zu beißen. Und während ich es reinmache, war da ist schon das im Lippchen drin. Also das ist lustig. Das kann man ins Labor wieder reinmachen. Das würde ich mir wünschen. Haben wir eine schöne Friedhofentiefe. Was sind's auch, also was man auch oft nicht mehr hat, muss man sagen. Oh. Da gehen schon einige. Mein lieber Mann. Einige gebrauchte rein. Also, das ist was, da bist du richtig inkognito. Da weiß keiner, dass das Nuss ist. Mhm. Weil du kannst die sauber reinmachen, das sieht kein Mensch. Aber es sind auch pralle Pouches, muss man dazu sagen. Die brauchen auch ein bisschen mehr Platz, wie wenn man jetzt so halb gefüllte Slim-Pouches hat, ne? Wo man ja, schön zusammen. Aber ich sag dir eins, gell, wenn da mehrere drin hast. Ah, ne. Ich wollte schon sagen, geht ganz leicht auf. Geht super zu und auf. Also, die Dose passt schon mal auf jeden aber, Fall. Aber ich muss das jetzt einfach mal abholen. Also, wer in diesem Snooze-Game, und ich sage bewusst jetzt Snooze, Überbegriff für alles, ja. Wer da sich bei der Dose versaut, ey, der, ganz ehrlich, der ist selber schuld. Ja. Oder? Ja. Es gibt doch so viele Dosehersteller, sage ich mal, ja, wo das wirklich qualitativ hochwertig hinkriege, dann mach's doch. Also, ja. Ja. Das ist für mich ein Zeichen. Wenn du eine Scheißdose hast, dann gehst du am Leben vorbei. Oder? Dann gehst du am Leben vorbei. Ja, aber da bin ich schon ein bisschen bei dir, muss ich sagen. Aber die nicht. Die sind top. Nee, die sind top. Die sind richtig gut. Stärke, muss ich jetzt sagen, wir sind jetzt hier bei 16 Milligramm pro Gramm. 16, ah, ich dachte 15, okay. 16, ja. 16, ja. Und ich muss sagen, das ist eine angenehme Stärke. Das ist für mich so... Ja. Aber es brennt, gell? Die brennen, ja. Sie haben ein leichtes Minzflavor schon mit drin. Ja. Vom Aroma mega schön, also das Black Coran kommt wirklich schön zur Geltung, gell? Ja. Da kann man gar nichts sagen. Ich muss jetzt aber auch sagen, und das finde ich gar nicht schlecht, ich war jetzt bestimmt diverse Tage ohne Snooze unterwegs. Das ist heute mein erster Snooze seit ganz langer Zeit. Und da muss ich sagen, da brennt es schon weg. Echt? Ja, bei mir brennt es brutal. Also bei mir geht's, aber ich hatte heute auch schon einen. Brennt brutal. Okay, auch schöne Pouch. Ist gut, wir werden das auf jeden Fall, wie du sagst, im Langzeittest, mhm. ob da wirklich die, du hast Angst, dass das die Lippe wegburnst, oder? Wenn sie östlich von Deutschland kommen, ist das für mich so immer, mittlerweile ist das zwar schon besser geworden, aber ich bin da vorsichtig. Deshalb werden wir da auf jeden Fall im Podcast nochmal einen Langzeittest oder einen Langzeit... Das werden wir machen. ...Resümee abgeben. So, da bin ich noch gespannt, dann gehe ich noch voll mit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir heute jetzt gleich nach dem... lange abstinent sein von mir eingönnen. Muss also, ich hier sagen. Sind wir bei Cool and Strong, heißt der. Cool das and heißt, Strong? Der wird, da hängt schon an, das ist für dich. Der wird brutzeln. Was für einen Geschmack haben wir denn? Heißt der Cool and Strong? Ja, das ist ein reiner Minz, würde ich sagen. Cool, Strong. Also hier sind wir wieder bei so in Richtung Riglays vom Geruchserlebnis. Er soll kühlen, weil wenn du cool draufstreibst... Also ich denke, da brennt uns jetzt komplett die Lippe weg. Das glaube ich auch. Habe ich so ein bisschen das Halleluja. Gefühl. Vom Geruch finde ich schon gut. Pouch von der Qualität auch gut. Oh ja. Auch gut. Oh ja. Fuck you. Ich habe nämlich angeschreckt. Oh ja. Schon wieder vergessen drauf zu kauen, ey. Ihr seht, ich habe schon echt lange nicht mehr... Der ist mir zu cool und zu strong. Den tue ich jetzt gleich wieder raus. Ich warte noch, weil ich habe ihn jetzt erst drin. Geh auch mal mit der Zunge... Boah. Fuck, brennt der. Aha. Das ist das, ich muss sagen, ihr könnt ja, wenn ihr jetzt neu einschaltet, guckt ihr euch auch mal ein paar andere Videos an. Dann wisst ihr das, was ich immer sage. Ich gehe oft mit der Zunge vorher hin und es gibt welche Pouches, die sind ganz geil, weil du da gerne hingehst mit der Zunge. Ja. Der hier ist widerlich. Er ist sehr, sehr brennend. Also sehr, sehr ja, stark, bitter, muss man bitter. Sagen. Extrem bitter. Der brennt, also wow. Der Endgegner vom Brenner, ihr wisst vielleicht von unserem Review, sind die Nico Pouches. Ja, und so. Und in die Richtung bewegt ja. Er sich schon. Also, ich sag mal, hier wird vorgegaukelt die Stärke. Ja. Das hat nichts mit dem Nikotin, Minz. Genau, mit dem Nikotin zu tun, sondern einfach nur mit der Minze. Mhm. Und das gaukelt ihr vor, dass das ultimativ krass starke Dinger sind. 35, nicht, ist auch nicht falsch schon verstehen, stark, ja. Ist schon stark. Für uns würde ich es mal sagen, so obere Grenze. Ja. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Die Birne mir zeigt, die fahren schon wieder bis hinten ins so Mark. Also die sind für mich nichts. Die sage der Weisheitsszene, hallo. Also denn, der ganz ehrlich, einmal und nie wieder. Den brauche ich nicht. Den könnt ihr euch beim Mikro abholen. Ich merke es jetzt hinten in der Wangenmuskulatur sogar, wie es brennt. Na, also ganz ehrlich, das ist was für meinen Geschmack. Für deinen Geschmack, wie ich es rausgehört habe, ist nichts. Ja. Ihr könnt es euch bestellen, könnt ihr selber mal einen Test machen. Das ist wie bei den Nikotin-Pouches. Ja. Die sind für meinen Geschmack und für deinen vermutlich auch, so wie es sich anhört, sind die vom Brenner her zu stark. Richtig.
Ist vielleicht ein Party-Gag, aber mehr auch nicht. Später in unserem Pouchcast mehr dazu. Aber absolut drüber, finde ich, vom Brenner. Ja. Vielleicht gibt es Leute, die drauf stehen. Für mich brennt er zu arg. Boah. Okay? Ah. Der zimmert richtig rein. Also das ist echt ein Zitterer. Ich glaube schon, leichte Schweißperle. Muss man echt sagen, also das ist jemand, wo jemand wirklich richtig sich weghauen will. Ich weiß gar nicht, ob ich den nehme. Boah. Ey, ganz ehrlich, ein richtiger Zitterer. Ja, ja, also mir gehen die Schweißperle runter, muss ich sagen. Okay. Boah, setz dich aus. Der hier ist vom Geschmack. Was haben wir da jetzt vom Geschmack? Boah, ich sag's ehrlich, das ist jetzt Real Talk. Mein Kreislauf fährt gerade richtig runter. Ja, bei richtig, mir ähnlich. Richtig krass. Ich sehe die Lichter auch ganz hell. Extrem. Extrem und der riecht auch... Also, ich sag's ehrlich, wir sind zwar ein Snooze-Kanal, aber da bin ich raus. Meinet. Also hier riecht man das Nikotin auch raus an den Pouches, würde ich sagen. Ja. Es riecht schon ziemlich bitterig. Ja, nee, brauche ich nicht. Weil das hat mit Genuss nichts mehr zu tun. Wenn der 35 hier schon die Richtung annimmt, dann der, ist das... Der fährt ja auch schon ziemlich in die Nase rein, immer ein ganz tiefer Zug, wenn schon nicht... Ja. Es macht mich schon an zum Testen, aber wie gesagt, ihr könnt selber, Nico, du darfst. The stage is yours. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, weil ich noch von dem hier ein bisschen vorbelastet bin jetzt aktuell. Ja, also er brennt lang nicht so wie der. Ja. Schon mal vom Grundbrenner, aber okay. Er kommt jetzt. Ja. Also vom Brenner Humano auf jeden Fall. Wir haben hier 50 Milligramm pro Gramm Nikotin, also das ist eine richtige Totalbombe. Für uns absolut grenzwertig, sage ich mal, auch von der Nikotinstärke. Ja. Eher was, wie wir schon vorher gesagt haben, was wir uns selten bis gar nicht reinfahren, sage ich mal. Richtig. Wir sind hier eher so in so einem Bereich, 16 bis 20 Milligramm, muss ich auch sagen. 30 geht auch voll klar. Ich merke es jetzt noch nicht so direkt. Okay. Weil was man direkt merkt, ist natürlich immer das Brennen. Ja. Ganz klar. Ja, ja. Den merke ich jetzt nicht so direkt. Der kommt mir jetzt sogar schwächer vor wie der vorige. Okay. Muss ich sagen. Aber der wird jetzt halt mit der Zeit wird er sehr stark kommen. Ja. Angenehmer denn als 35er? Also mit 35 Milligramm fände ich ihn gut. Okay. Okay. Also gerade die Sorte hier würde ich streichen, der Kuhdenzung, weil der ist einfach drüber. Der ist voll drüber. Der ist echt voll drüber. Also wenn ich jetzt... Ihr seht, wenn mal der Lars was ausschaltet, das muss dann schon was heißen. Das, wenn ich den beim Autofahren drin hätte, würde ich rechts rausfahren. Und kurz einen Break machen. Ich schwöre dir's. Ist tatsächlich so. Weil das ist echt... Also der kommt jetzt auch... Er brennt nicht so stark. Also den kann man sich schon gönnen, sage ich mal, wenn man 50 Milligramm braucht. Okay. Aber, ja. Ich finde es gut, dass du den jetzt trotzdem testest. Mhm. Dass er nicht unter meiner Lippe klemmt. Aber, ja. Den kann man machen. Okay. Den kann man machen. 50 Milligramm, ihr solltet euch bewusst sein, das ist wirklich eine Granate. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also, ich ich komme jetzt auch ein bisschen ins Schnaufen. Gut, dann. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben den mit dem weniger Nikotin, finde ich geschmacklich auch gut. Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auch bestellen. Ja. Die anderen, also den 50er. Denn wenn man es braucht, wenn man die Nikotinstärke braucht, ist der okay. Und den 35er testet er einfach mal, dass ihr wisst, was ich meine. Ja, mit dem Cool Strong. Aber das kann man euch eigentlich schon vom Vorhinein sagen, das ist eigentlich mehr eine Qual für den Körper, sage ich mal. Sage ich ja einmal. Höchstens, man quält sich gern. Ja. Ja, schade. Also was heißt schade? Klar, es gibt da Leute, die konsumieren das gerne. Ja, aber es reicht doch, wenn es ein Produkt gibt davon, wo man nehmen kann, wo gut ist. So man muss sich halt bewusst sein, zu welcher Sorte man greift. Und dafür sind wir auch da natürlich, dass wir das für euch testen, würde ich mal sagen. Genau. Dass er vielleicht von dem, wenn er die bestellt, von dem vielleicht nur eine Dose bestellt. Ja, weil, zum Testen, wie du sagst. Weil der burnt alles weg. Wie gesagt, den 50er finde ich humaner. Okay. Vollkommen humaner. Nein, das ist schon okay. Auf jeden Fall. Das war unser kleines... Neues Review. Genau. Aber wir machen euch auf jeden Fall noch einen Langzeittest, das ist versprochen. Wie gesagt, immer mal Spotify und zum Podcast reinhören. Zwei wöchentlich. Einen müssen wir jetzt aussetzen aufgrund von Kowalska. Aber wir werden das weiter. Macht uns natürlich auch mega Spaß. Der Podcast ist unser Herzensding. So sieht's aus. Das war unser neues Review. Ich glaube, jetzt gibt es bald einen Vlog, ne? Ein ziemlich geiler noch. Oh ja. Oh ja. Ich hab schon ein bisschen Lucky machen können. Das wird geil. Das war's dann auch von uns heute schon wieder. Genau, ein bisschen raus, Nussikowski. Wir verabschieden uns. Ciao. Macht's gut. Ciao.